Hallo und willkommen wieder zurück zu meinem Let's Play. Ich bin Astoni und ich spiele Dead Space. So, wir haben jetzt gerade abgespeichert. Ich habe gerade vorhin abgespeichert, nachdem wir in diesem Vakuumraum waren und uns dann da die letzte Komponente besorgt haben, die wir brauchen, um die Bombe zu basteln. So, jetzt sind wir wieder auf dem Rückweg. Und dann mal schauen, wie es denn da weitergeht. So. Ich hoffe, ich laufe richtig. Jo, ich laufe auch richtig. Jetzt müssen wir die Bahn hier rüberziehen. Wie vorhin auch, nur jetzt in gegengesetzte Richtung. So. Dass wir das schon rüberlaufen können. Okay. Okay. Das war sehr offensichtlich, aber man erschreckt sich trotzdem ein bisschen. Selbst das, wenn man es weiß. Na, die Viecher sind schnell. Wie heißen die, Stalker oder so ähnlich? So, machen wir hinten. Na. So, nur ein guter Stalker ist er. Nur ein toter Stalker ist ein guter Stalker. Mal ein paar flache Witze, aber naja. Muss ja auch mal sein. So, dann schnell mal nachladen das Ding. Und mal gucken, was unser Stalker hier gedroppt hat. 800 Credits. Wie viele Credits haben wir jetzt eigentlich? 20.000 Credits in zwei Knoten. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Ich glaube, wir kommen noch an einer Bench vorbei. Und dann mal schauen, was wir kaufen. Ich werde mir, glaube ich, Luft kaufen für den Anzug. Damit ich ein bisschen länger ohne Luft überleben kann. Nope. Obwohl Plasma-Cutter, ja, Kapazität, aber das hol ich mir dann später. Ich will erstmal die Rig anfangen zu skillen. Und zwar erst einmal in die Luft. Das ist nämlich nicht verkehrt. Ja, man muss versuchen, bei Dead Space, glaube ich, so eine ausgewogene Skillung hinzubekommen von den Waffen, die man benutzt. Und halt eben dem Anzug, den man trägt, beziehungsweise der Rig, die man auf dem Rücken bei hat. Oh, hier wäre noch ein Speicherpunkt. Nee, das ist Stasis. Entschuldigung. What the? Aua, 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 aua. Wie viele kommen denn da noch? Aua. Autsch. Da ist ja noch einer. Das war ja böse. Diese Viecher. So Klebedinger. Oh. Erst habe ich mich gefreut, dass er so viel Healthpack hat, und jetzt habe ich nur noch ein paar. Habe ich aber noch einen großen auf Halde liegen. So. Da glaube ich richtig. Ja. Mal schauen, wo ich hier rauskomme. Auf jeden Fall war das gerade echt fies. Ich habe die auch nicht gesehen, diese kleinen Mistviecher. Auch so mäßig festgesaugt. Wie kleine Blutekel. So, bauen wir erstmal hier die Bombe dran. Tja, Isaac, ich hätte da mal einen Sicherheitsabstand eingehalten. Du bist ja der Techniker. Aber nein, ich würde immer eben was und ich bleib mitten da stehen. Ach, ist halt zum Glück nichts passiert. In der Realität wäre, glaube ich, tot. So, yo, Schema aktivieren. Ich möchte jetzt gerne den Halbleiter bekommen. Mit 3000. Jo, bin ich mir sicher. Soll ich eine neue Waffe kaufen oder soll ich mir lieber doch keine neue Waffe kaufen? Also es geht lieber sparen. Ja, was nehmen wir? Flammenwerfer ist nicht mein Ding. Ja. Das ist jetzt so die Frage. Behalte ich noch einen Plasma-Cutter, nehme ich doch mal Impulsgewehr mit.
Ja, komm. Ich kaufe das Impulsgewehr. Und gleich auch mal 50 Schuss Munition dazu. Alter, ein bisschen Geld verschwendet sozusagen. Was heißt verschwendet? Ja, ist mir schon klar. Danke, dass du mir sagst. Eins und drei. Okay. Ja, schaut doch schon mal nicht schlecht aus, das Ding, ne? Aber wir speichern mal eben kurz ab. So. Sind sicher, vorsichtshalber. Wer weiß, was hinter der Tür auf uns lauert. So. Wie wir schon gesehen haben, sind wir schon im Kapitel 2 und haben da auch schon ziemlich viel erledigt. Okay, sie sind durch. Bis zur Leichenhalle sollte es sicher sein. Die Codes sind an der Leiche des Captains. Okay. Also, unser Captain von unserem Rettungsraumschiff. Oder. Oh. Hier spricht Medical Officer Nicole Brennan und ich hoffe, ich bin im ganzen Schiff zu hören. Wir brauchen mehr Hilfe. Wir haben nicht genug Leute, uns um so viele Fälle zu kümmern. Niemand will uns sagen, was hier los ist. Diese Wunden. Wir sind auf sowas nicht vorbereitet. Gott. Bringen Sie ihn zu dem Tisch. Halten Sie ihn fest, Schwester. Drücken Sie ihn nach unten. Himmel. Ende der Aufzeichnung. Das war Nicole, oder? Ich kann von hier aus nicht sehen, wie alt der Eintrag ist. Ich bin sicher, dass sie hier irgendwo ist. Okay, das war also Nicole. Seine Freundin. Ich habe kein gutes Gefühl. Aber naja, solche Löcher sind immer gefährlich. Weil wir da vorne nur Bluttropfen sind. Naja, mal gucken, was uns jetzt hier erwartet. Also, ich habe vorhin mal meinen Tesla aufgemacht mit einem anderen Aufnahmeprogramm. Das sollte eigentlich besser sein als Fraps. Aber ich fand das jetzt nicht so gut, weil man da viel zu viel nacharbeiten muss. Also, ich finde jetzt bis jetzt Fraps immer noch am besten zum Aufnehmen. In der Meinung bin ich ja nicht nur alleine, sind ja auch andere Let's Player, die auch ausschließlich mit Fraps aufnehmen und damit auch sehr zufrieden sind. Also ich kann da auch jetzt nichts Negatives zu sagen, meine Framerate ist alles stabil. Dateien sind zwar relativ groß, aber ist auch in Ordnung. Die Bildqualität muss ja stimmen. Falls ihr euch wundert, warum meine Videos so komisch aussehen bei YouTube, ich habe keinen 16 zu 29, 16 zu 10 Bildschirm. Ich habe noch einen 4 zu 3 bis 5 zu 3. Ist ja typisiert. Und da kann ich halt in einer maximalen Auflösung auf 1280 oder 1024. Und die lässt sich halt nicht so schön umrechnen auf HD-Ready-Format, also 720p oder 1080p. Daher sehen meine Videos manchmal etwas, vielleicht etwas eierig oder komisch aus. Das muss ich allerdings entschuldigen. Aber ich werde mir in näherer Zukunft einen neuen Bildschirm kaufen. Aber ein neues Headset ist erstmal besser. Und das. Hoppala. Da ist ein Stalker. Geht doch nicht. Holala. Das haut ja ganz schön rein, das Teil, aber ich bin lieber ein. Ich bin uns doch lieber in den Plasma-Retter. Weil ich damit doch ein bisschen mehr zielsicher umgehen kann. Weil das Impulsgewehr nicht schlecht ist. Würde ich da jetzt mal so sagen. Ne? Es ist, schätze ich mal, ganz gut, wenn mehrere Gegner kommen oder so. Oder wenn man einfach mal ein bisschen sich Luft verschaffen muss. Schnell. Oder was? Wo ich dazwischen gelabert habe? Sauerstoffstation ist hier. Ist da nicht so gut. Okay. Ach so. Ja, ich dachte, wir wären kaputt drin.
Ja, da muss ich rein. Also wir müssen erforschen den Raum noch. Zum Beispiel auf die Kiste. Eine Schatzkiste liegt hier am Boden. Da habe ich auch noch was blinken gerade gesehen. Das müsste Geld sein. Jo. Money, money, money. Ja, ich singe lieber nicht. Dann haltet ihr euch eh nur die Ohren zu. Weil mein Sinn ist ja nicht so toll. Okay, Energiemotion für die Energiewaffe. Diesen Aufzug, aber der ist verschlossen. So. Aber hier murmelt doch einer im Hintergrund, oder irre ich mich da? Sag nicht sogar Isaac. Ich glaube, ich habe was mit den Ohrmuscheln. Glaube ich. Und auch nicht. So. Das kannst du mal hier reinsetzen. Okay. Es funktioniert wieder. Ah, aber ich bin stehen geblieben, genau. Also näher dazu werde ich mir erstmal ein neues Headset anschaffen. Das andere ist der Mikrofonarm ziemlich ausgeleitet, wie ich es festgestellt habe. Was doch beim Aufnehmen noch ein tierisch gegen den Strich. Weil das immer wegrutscht. Und ich es immer nachjustieren muss. Und von der Aufnahmequalität her ist es, glaube ich, auch nicht so toll. Obwohl es mir lange Jahre gut gedient hat. Das Headset, muss ich schon sagen, und auf LAN-Partys und so. War da schon richtig genial. Okay. Na komm. Oh. Inventar ist voll. Mal. Ich entferne das eben. Nehme das kleine. Benutze dieses. Und dann? Nähe das mittlere auf. So. Bist du getrickst, weil das mittlere nicht verbraten wollte? Oh. Energie aktivieren. Ja, sicher. Einen habe ich ja noch. Oh, oh. Was jetzt sehen meine entzündeten Augen? Oh, eine Schema für Strahlenmunition. Da ist mein Inventar voll. Okay, ich muss mal eben was nachgucken. Hier war auf 3, ja. Also kurz nachladen. Jawohl, jetzt habe ich einen Platz frei, um das die Schematik zu nehmen. Jawohl. Oh, Munition ohne Ende. Ich kann leider nicht alles mitnehmen. Ach, schade, 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 schade. Hier liegt ganz viel Munition rum. Aber ich bin leider voll, Jungs. Tut mir leid. Aber ich weiß ja ungefähr, wo ich jetzt noch Munition finden kann, wenn ich mich verballere. Aber ich glaube, hier erwartet uns garantiert noch irgendein Hinterhalt. Mit Munition. toll. Ja, die Nachladeanimationen sehen schon sehr putzig aus. Muss man ja sagen. Na, ist die. So, nehme ich auf jeden Fall die Munition damit. Ja, beim Strahlen. Nehmen wir Strahlengewehr. Bei der Impulskanone ist man noch eher, naja, oh, geneigt, da auch mal Dauerfeuer zu geben. Was natürlich dann nicht so gut aussieht auf die Munition. Aber, naja,
Jungs haben so eine Pfannenwaffe, so ein bisschen zum Rumballern halt, ne? Darauf stehen wir ja auch manchmal ein bisschen, ne? So, haben wir mal grob ins Gemüse ballern und gucken, was passiert. Ein Audiolog. Hallo? Kann mich jemand hören? Mein Name ist Aline Fisk. Ich bin gerade hier aufgewacht und alle anderen waren weg. Ich weiß nicht, was vor sich geht. Warum sind alle gegangen? Ich werde sie jetzt suchen gehen. Wenn Sie das hier hören können, dann kommen Sie bitte her. Ich höre ein Fassen im Innern der Wände. Hallo? Wer ist da? Sind Sie Arzt? Warum sind alle... Moment, ich kenne Sie doch. Sie sind Harris, der Gefangene aus der Kolonie. Sie haben die Krankenschwester umgebracht. Hilfe! Ich brauche Hilfe! Bitte! Okay, da hat der Harris sich wohl verwandelt. Also ergo, alle, die sich komisch benehmen oder komische Sachen hören, verwandeln sich alle automatisch in Necromorphs. Irgendwann. Manche eher, manche später. Und manche verwandeln sich auch gar nicht, die werden einfach nur gegessen. Okay. Und ein Healthpack benutzt. Okay, Neugeborenen-Datenbank. Was soll mir denn diese Daten sagen? Mitnehmen. So. Ich glaube, Strahlengewehr werde ich mir auch irgendwann mal zulegen, aber jetzt nicht sofort. Das ist so die, würde ich sagen, die erweiterte Funktion des Plasma-Cutters. Und eben, dass man damit noch ein bisschen mehr Schaden anrichten kann als mit dem Plasma-Cutter. Wobei ich doch ein Freund des Plasma-Cutters bin. Wer ist das denn? Eine chirurgische Säge. Nicht gut, nicht gut. Der hat auch keine Augen mehr. Irgendwie ist der Raum sehr unheimlich. Mal sehen. Ein Textlog. Wissenschaftliches Logbuch von Dr. Kain T. Chief Science Officer. An Captain Matthews B. Benjamin. Ergänzend zu unserem vorausgegangenen Gespräch möchte ich Sie bitten, den Transport des Markers auf das Schiff um ein oder zwei Tage nach hinten zu verlegen. Sie wissen, dass ich genauso erpicht wie Sie darauf bin, ihn detaillierter zu studieren. Oh man, lesen schon schwer. Denn ich verstehe die Dringlichkeit, die sich aufgrund der Ereignisse in der Kolonie ergibt. Doch ist das auch der Grund für meine Bitte. Was da unten passiert, ist einfach zu einzigartig, zu beispiellos, um es eine angemessene Untersuchung der Ursachen und Wirkung zu beenden. Nach einer Besprechung mit Dr. Mercer möchte ich mich mit Dr. Cirillo und Dr. Wieland auf dem Planeten treffen und ihre Beobachtungen protokollieren. Terence. Okay. Also wir wollten wirklich dieses Markerteil der erforschen, analysieren, was wir dort gefunden haben. Und ich denke mal, sie haben uns an Bord gebracht. So, ein Speicherpunkt. Und wir haben jetzt schon fast 20 Minuten aufgenommen. Dann mache ich wohl jetzt hier auch einen kleinen Break. Würde ich sagen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ja, der Break passt auch, weil ich ja gerade Frame-Einbrüche habe. Also, wir sehen uns dann zum nächsten Mal. Halt die Ohren steif. Euer Stony, bis dann.